A new deadly strain could change everything. As Director of Pandemic Defense, the International Biosecurity Agency, you are the last barrier against a global outbreak. Recruit your team. Advance your tech. Hit the lab. Contain the outbreak. Find the cure. Save the world. Win the war on disease. Quarantine. Fight to survive. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem weiteren Let's Play-Projekt von mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Und wir spielen heute Quarantine. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, dass ich in den Kommentaren sehr lange inaktiv war und ich melde mich jetzt nach so einer längeren Pause. Warum und wieso und weshalb erkläre ich nachher alles im Verlauf des Videos. Ich melde mich jetzt erstmal wieder zurück und anstatt eines Kanal-Updates machen wir jetzt ein relativ kurzes, ich weiß nicht, ne, müssen wir mal gucken, wie lang das jetzt insgesamt werden wird. Machen wir jetzt mal ein etwas längeres oder auch kürzeres Projekt mit diesem rundenbasierten Strategiespiel. Ich weise auch übrigens ganz zu Anfang schon darauf hin, dass ich dieses Let's Play im Auftrag des Herstellers oder Entwicklers, Publishers 505 Games durchführe. Und wer damit ein Problem hat, der kann mir das auch gerne sagen und mitteilen. Wer das verfänglich und problematisch findet, bitteschön, das ist ein freies Land, da darf man auch eine freie Meinung zu haben. Mir kam die Anfrage gerade recht und ich erzähle auch gleich noch was zu, das Ganze hat nämlich auch noch eine Hintergrundgeschichte, die erzähle ich euch gleich auch noch, das fand ich eigentlich auch gar nicht so uninteressant, aber okay, also erstmal, ihr wisst, ich werde nachher noch ganz, ganz viel sagen, ne? Wir starten direkt mal in ein neues Spiel. Ihr habt es ja schon im Trailer mitbekommen. Es geht darum, dass man die Welt retten muss und dass eine gefährliche Krankheit die Weltbevölkerung bedroht und so weiter und so fort. Ach so, ihr seht übrigens, das ist der Bild vom 10. Februar 2017. Also vor 2/3 Tagen ist dieser Bild erst rausgekommen. Und ich sage das deswegen, weil sich das Spiel noch in der Early Access Phase befindet und noch weiterentwickelt wird. Ihr werdet das auch wahrscheinlich im Verlauf dieses Spieles merken, dass da noch so ein paar Dinger sind, wo die Entwickler wahrscheinlich noch ein bisschen Arbeit reinstecken werden. Ich mache ein neues Spiel. Und wir haben die Möglichkeit, eine Tutorial-Mission zu machen. Ich werde nicht so ein komplettes Walkthrough machen. Ich werde die Szenarien aber auf jeden Fall anspielen und das ein oder andere auch noch ein bisschen vertiefen. Ihr sollt auf jeden Fall die Möglichkeit haben, das Spiel selbst kennenzulernen. Und wir gucken einfach mal. Wir könnten jetzt hier mit diesem Tutorial durchstarten. Allerdings ist es so, dass das Tutorial wirklich so in die ganz, ganz basalen Grundlagen dieses Strategiespiels einführt. Und das schenken wir uns jetzt an der Stelle. Ich werde es nämlich sowieso alles im Verlauf der Kampagne und des Spiels erklären. Und ihr werdet das, ihr werdet euch dann selbst dann noch ganz schnell ein Bild von machen können. Damit sind wir dann eigentlich auch schon fertig für unser erstes Szenario. Bakterien heißt es. Es wird wahrscheinlich noch weitere Szenarien geben. Man hat die Möglichkeit, durch eine individuelle Schwerpunktsetzung, also welchen Anführer man nimmt am Anfang, diese Szenarien nochmal individuell zu differenzieren und die dadurch interessanter zu gestalten. Aber man hat auch die Möglichkeit, verschiedene Schwierigkeitsgrade auszuwählen. Wir spielen es auf schwer. Das ist eigentlich ganz angemessen, finde ich. Und auf Mittel ist es vielleicht, wenn man die Mechanik geblickt hat, dann ein bisschen zu einfach. Aber da sich das Spiel ja auch noch in der Entwicklungsphase befindet, denke ich mal, könnte es auch sehr gut sein, dass die Entwickler da nochmal ein bisschen die Stellschrauben anziehen werden. Aber so könnt ihr auf jeden Fall direkt sehen, wie man versuchen muss, hier unter Druck zu arbeiten. Denn die Bakterien
haben den Nachteil für uns, dass sie sich sehr schnell ausbreiten in nicht infiziert, also auf nicht infizierte Städte. Welchen Unterschied das macht, das werden wir dann gleich im Szenario selbst sehen. Sie haben eine normale Infektionsrate für Städte, die bereits infiziert sind, und sie haben eine normale Mutationsrate. Ne? Das heißt also, unser Ziel ist es zu verhindern, dass die Bakterien sich zu schnell ausbreiten, weil irgendwann dann können wir diese Erkrankungen, die die verursachen, nicht mehr unter Kontrolle bringen. Und dann haben wir das Spiel verloren, und ich möchte eigentlich, also es ist nicht auszuschließen, dass ich das hier verliere, weil es Zufall-Events gibt, die einen halt so, ja, die einen halt so richtig zerstören, und wenn wir Pech haben, kriegen wir eines davon sehr, sehr früh, aber das werdet ihr dann sehen. Ja, ist dann recht unterhaltsam. Es kann für ein bisschen, kann für Günner-eske Momente sorgen, wenn ich mich dann besonders aufrege. Aber ihr wisst ja, wenn ich mich wahnsinnig aufrege, dann machen mir die Spiele eigentlich am meisten Spaß. Also von daher, naja. Ja, ihr seht auch, die Übersetzungen sind noch nicht überall komplett auf Deutsch, aber das, da können wir fünfe gerade sein lassen, ne? In verschiedenen Städten der Welt ist ein neuer Stamm antibiotikaresistenter Bakterien aufgetaucht. Er breitet sich unglaublich schnell von Stadt zu Stadt aus. Wir müssen schnell handeln, damit er sich nicht über die ganze Welt ausbreitet. Wobei, um das Spiel zu verlieren, muss er sich gar nicht mal über die ganze Welt ausbreiten. Es langt, wenn die Infektion so gravierend geworden ist, dass die komplette Pandemie eigentlich bevorsteht. Wir gehen auf Next. Und jetzt werden wir gefragt, welchen Anführer, hier Leiter, so eine Art Organisationsleiter, welchen wir auswählen können. Es gibt verschiedene Typen, ich stelle die zu einem späteren Zeitpunkt auch nochmal vor. Hier sehen wir übrigens nochmal, ich gehe nochmal ganz kurz auf diese Mission, also wir sehen halt hier schon, die Leute haben spezielle Anzüge an, und anhand dieser Embleme und der Anzüge kann man die eigentlich immer ganz gut auseinanderhalten. Beim Virus sehen wir einen Laboranten hier übrigens stehen, und bei den Prionen sehen wir eher so einen, ja, was ist das, so ein Sicherheitsbeauftragter oder ein Bürokrat. Und bei den Bakterien sehen wir jemanden, der sieht in etwa so aus, ja, eher wie so einen Sanitäter. Es gibt noch die Diplomaten, es gibt die Wissenschaftler und es gibt die Sicherheitsleute, die Wachmänner oder Wachfrauen sozusagen. Und man kann also hier schon bestimmen, welche Figur man davon als erstes bekommt in dem Szenario. Bei dem Sanitäter haben wir den Vorteil, er startet schon mit einer Technologie, nämlich er nimmt zwei Proben anstelle von einer Probe pro Behandlung. Wozu braucht man Proben? Nun ja, die braucht man für Antikörper, damit man, oder für mögliche Heilmittel, damit man forschen kann und damit man die Krankheit unter Kontrolle bringen kann. Forschung ist ein sehr essentieller Bestandteil in diesem Spiel. Aber auf der anderen Seite ist Sicherheit auch nicht ganz zu verachten. Die Körperpanzerung zum Beispiel, mit der die Wachleute starten, sorgt dafür, dass das Personal während Einsätzen weniger Schaden nimmt. Die Diplomaten sind sehr wichtig, weil sie in der Lage sind, andere Gebäude günstiger zu bauen oder andere Missionen günstiger durchzuführen als zum Beispiel die Sanitäter und ähnliches. Wir werden mal mit dem Sanitäter starten. Ich finde, das ist eigentlich eine sehr unterhaltsame oder eine ganz gut geeignete Startkonstellation. Also man kann, also ich habe jetzt nicht den Anspruch, hier das Szenario direkt zu rocken. Man kann auch durchaus, und das machen sehr viele, eben mit den Diplomaten starten, weil die mehr Einkommen generieren können. Das werdet ihr gleich alles sehen. Komm, wir starten jetzt erstmal durch. Langes Geschwätz, ne? Ja. Man kann den Standort seines Hauptquartiers wählen. Momentan hat das noch relativ wenig Auswirkungen. Das ist mehr so eine individuelle Schwerpunktsetzung. Wir können in L.A., in London, in Tokio oder in Kairo anfangen. Ich fange jetzt einfach mal in Kairo an. Und wir haben also einen höheren Einfluss in der Region dieser Stadt. Aber welche Auswirkungen das genau sind, das steht jetzt hier zum Beispiel noch nicht. Das wird wahrscheinlich noch kommen, denke ich mal. Und so sieht diese Karte aus. Das ist quasi unsere, in Anführungszeichen, taktische Oberfläche. Wir sehen hier, wo sich das Virus, die Bakterien, sind das ja, wir spielen ja diese Bakterienkampagne, wo die sich ausgebreitet haben. Und
Ihr seht hier oben eine Infektionsstufe und die Infektionsstufe steigt durch unterschiedliche Events oder Ereignisse. Sie steigt entweder dadurch, dass sich die Bakterien stärker in der Stadt ausbreiten und man eine Stadt dann tatsächlich am Ende noch sogar verliert. Oder sie steigt zum Beispiel dadurch, dass sich die Bakterien weiter ausbreiten. Oder sie steigt durch bestimmte Events. Und da kann es dann durchaus schon mal passieren, dass das Spiel sehr, sehr schnell vorbei ist. Ja, also, was können wir jetzt machen? Was ist jetzt erstmal unser Ziel? Unser Ziel ist es natürlich, diese mögliche Pandemie, die sich hier anbahnt, schnell zu begrenzen und schnell vorzugehen. Wir haben ein Problem, wenn sich jetzt die Bakterien sehr schnell von Buenos Aires nach Perth ausbreiten würden. Und wir hätten wahrscheinlich auch ein Problem, wenn sie sich von Manaus innerhalb einer Runde jetzt nach Brasilia ausbreiten. Dann wird es nämlich sehr, sehr schwierig, weil sich ja hier dann weitere Verbreitungsherde ergeben können und da muss man gegensteuern, das kostet Geld. Momentan gibt es eigentlich nur zwei große Ressourcen, nämlich Geld und Forschung. Beides ist sehr, sehr wichtig, aber die effektive Begrenzung der Ausbreitung, die geht häufig mit finanziellem Aufwand einher und ist gar nicht so einfach. Auch da sind wieder die Diplomaten relativ gut, weil sie halt eben dafür sorgen, dass man am Anfang zusätzliches Einkommen bekommt. Wie hat man sich das jetzt vorzustellen? Nun ja, also wir haben erstmal als allererstes erforschen wir eine Technologie. Und ich finde, wir haben insgesamt durch unsere Sanitäter eine sehr gute technologische Ausrichtung. Das sind momentan nur 4. Es werden vielleicht noch welche dazukommen. Ich gehe schon mal davon aus, weil man damit natürlich auch dem ganzen Spiel noch ein bisschen mehr Tiefe verleiht. Dann gibt es noch das Labor, wo man mögliche Heilmethoden erforschen kann. Und dann gibt es noch unsere Operationszentrale, dort wo wir weitere Leute einstellen können. Momentan können wir 2 Sanitäter, 2 Diplomaten, 2 Wissenschaftler und 2 Wachleute einstellen. Und wir haben momentan ein Maximum von 4 Leuten, die wir beschäftigen können. Das ist auch schon recht viel. Wenn man tatsächlich mal 4 Leute eingestellt hat, ihr seht, die kosten alle Geld, dann hat man echt gute Chancen, so eine Kampagne dann zu gewinnen. Wir gehen nochmal zurück auf die Weltkarte. Wir sehen also hier auch die Heilungsstufen. Die können wir auch entsprechend erforschen und durch Aktionen können unsere Mitarbeiter mehr Erfahrungspunkte erlangen und dadurch in Stufen aufsteigen, die es ihnen ermöglichen, effizienter zu arbeiten. Außerdem muss man dazu sagen, dass dieses Personal unterschiedliche Einsatzschwerpunkte hat. Also wir könnten jetzt, wenn wir zum Beispiel einen Diplomaten nehmen, der ist halt besser darin, so Regierungsarbeiten durchzuführen. Wenn wir jetzt einen Wissenschaftler nehmen, der ist natürlich besser darin, um Proben zu sammeln. Oder wir könnten halt so einen Sanitäter halt eben nehmen, um die Infektionsstufe schneller zu verringern, was extrem wichtig ist, wie ich finde. Oder eben diese Sicherheitsleute, die weniger Schaden nehmen. Unsere Leute können nämlich tatsächlich, ihr seht hier die Hitpoints, die die haben, und die können tatsächlich sterben bei so einer Mission. Insbesondere dann, wenn die relativ riskant ist. Wir forschen mal als allererstes hier weiter das öffentliche Gesundheitswesen. Krankheit hat -1 Intensivierungsaktionen pro Runde. Das heißt, wir begrenzen damit quasi die KI darin, dass sie sich stärker in den bereits betroffene Regionen ausbreitet. Besonders interessiert bin ich aber an dem Punkt Desinfizieren, nämlich Städte, die Infektionsstufe 0 erreicht haben, können nicht erneut infiziert werden. Und das ist schon mal ein sehr wichtiger Schritt, um tatsächlich die Ausbreitung effizient einzudämmen. Aber das kann man eben auch auf andere Weise erreichen. Das macht das Spiel eigentlich ganz interessant. Wir gehen jetzt erstmal nach Madrid und wir hätten jetzt hier die Möglichkeit, eine Aktion durchzuführen. Ich nehme jetzt die verbesserte Behandlung, die kostet mich nämlich nichts. Ich muss ein bisschen Geld sparen. Wir könnten auch
diese Stadt quarantänisieren, dann errichten wir eine Quarantäne mit dem Status von 2 Punkten. Und das heißt also, dass erst, wenn die Infektionsrate in dieser Stadt steigt oder der Quarantänestatus abnimmt, erst dann könnte es passieren, dass sich von dort aus wieder diese Krankheit verbreitet. Also auch da muss man extrem aufpassen. Wir haben ein niedriges Risiko mit einem Agentenschaden von 5 Punkten. Das heißt, wenn tatsächlich es hier zu einem Zwischenfall käme, dann wäre Hans Schröder, oder Hans Schröder, wie ich ihn vielleicht eher nennen sollte, dann würde der 5 Schadenspunkte kriegen, aber die Gefahr, dass ihm was passiert bei dieser Mission, ist relativ gering. Das Schadensrisiko steigt, je stärker die Infektionsrate der Städte sich anhebt. Die Operationsdauer beträgt einen Tag und die Operationskosten würden 15.000 Euronen betragen, auch wenn hier oben ein Dollarzeichen ist, eigentlich sehr witzig, ne? Müsste man vielleicht noch tatsächlich das Icon ändern, aber gut, wird vielleicht noch gemacht. Wir könnten hier die verbesserte Behandlung jetzt wählen. Das ist das, was unser Sanitäter auch am besten kann. Da kommt er her, da ist er sehr effizient drin. Behandle noch mehr Menschen mit dieser verbesserten Operation. Wir bekommen weniger Infektionen. Wir bekommen zusätzliche Erfahrungspunkte und es kostet halt nichts. Das ist für uns relativ wichtig. Das kostet aber mit keiner Figur großartig etwas. Aber für uns ist es halt ganz wichtig, einen Sanitäter zu haben, der tatsächlich dazu geeignet ist, um diese Infektion stärker einzugrenzen. So, und jetzt haben wir halt auch das Problem, dass von Madrid aus die Bakterien sich hier weiter verbreiten können, hier oder nach New York. Wobei nach New York jetzt vielleicht gar nicht mal so schrecklich wäre. Wir könnten Buenos Aires angehen, was ich vielleicht auch gar nicht so schlecht fände. Dann hätten wir es hier ein bisschen stärker eingegrenzt und würden verhindern, dass es sich nach da erstmal weiter ausbreitet. Also vielleicht machen wir es wirklich mal da. Ich muss mal überlegen. Also es ist in der Tat sehr strategisch. Man muss wirklich genau gucken, wo man als erstes am besten ansetzt. Durch die Zufallsereignisse kommen allerdings immer auch so ein paar Unwägbarkeiten rein, auf die man sich jetzt nicht so wirklich vorbereiten kann. Ne? Also wir müssen halt hier schon ein bisschen gucken, wenn wir hier eine erfolgreiche Aktion durchführen, dann verhindern wir auf jeden Fall, dass es sich weiter nach Hirn ausbreitet. Davon gibt es 3 Infektionsherde, wenn wir verhindern könnten. Ja, wahrscheinlich könnte es sich nach hier oder hier ausbreiten, dann müssen wir hier gucken. Das hängt natürlich auch davon ab, ob wir jetzt als nächstes dann vielleicht jemanden einstellen möchten, der sich um die Quarantänisierung und so weiter kümmert. Ne? Aber ihr seht ja schon, das ist halt recht teuer. Deswegen starten halt eben viele Leute mit den Diplomaten als erstes, weil die zuerst hier dann ein neues Gebäude errichten können. Aber gut, ist ja auch gar nicht so entscheidend. Ne? Wir haben auf jeden Fall hier 4 Ausbreitungsmöglichkeiten, von da wird es ein bisschen einfacher. Hier ist schon wieder problematisch, aber da haben wir wieder 3 und hier wäre Marrakesch wäre ganz problematisch. Da müssen wir dann in der nächsten Runde auf jeden Fall an. Da müssen wir, wenn sie sich nach Marrakesch ausbreiten, müssen wir auf jeden Fall was machen, weil das sind halt, sonst verbreitet sich das wirklich extrem rasend schnell. Also ich glaube, das Risiko ist mir hier zu hoch. Wir gehen in Madrid mit der verbesserten Behandlung vor. Done. Okay, hat geklappt. 3 Infektionen weniger. Unser Agent hat 10 Erfahrungspunkte bekommen. Wunderbra. Wir sehen das auch hier. Sehen wir die Erfahrung? Konnte man das nicht auch mal irgendwo sehen? Achso, ich glaube, das sehe ich in der nächsten Runde wieder. Ne? Oder das sieht man dann, glaube ich, hier, wie viele Erfahrungspunkte der hat. Okay, gut. Erste Runde fertig. Der Gönner hat ganz viel gelabert. Wir sehen jetzt, wo... Ja, toll, ja. Und es verbreitet, also und die Infektion wird in Buenos Aires noch stärker. Ja, und das ist halt jetzt mega scheiße, in der zweiten Runde direkt so ein Event zu bekommen, weil, Achtung, ich sage jetzt mal nichts unternehmen, weil ich kann nichts machen, mir fehlt der Agententyp dafür. Zack, und die Stadt ist komplett verloren. Also es ist jetzt sehr unwahrscheinlich, dass wir das Ding noch gewinnen werden, weil ihr seht auch gerade, wie stark die Infektionsstufe angestiegen ist. Da kann man dann einfach nicht mehr so viel machen. Ne? Also ich kann jetzt da auch keinen hinschicken. Weil komplett verlorene Städte, da kann man einfach nichts mehr, machen, das ist vorbei. Hat sich auch hier direkt mit 2 Punkten ausgebreitet. Ne? Das heißt also, auch hier müssen wir direkt auf die verbesserte Behandlung gehen. Und müssen wir jetzt auf jeden Fall handeln. Sonst haben wir da auch ein Problem. Und mit den 30.000 Kröten, da können wir jetzt direkt hingehen und einen neuen Ops einstellen. Nämlich am besten hier jemanden, den wir da direkt draufsetzen können. Monika Madsen zum Beispiel oder Michael Claiborne.
Weil wir müssen jetzt tatsächlich schauen, dass wir das Ding hier stärker eingrenzen. Also hier direkt verbesserte Behandlung auch sofort aktivieren, Schadensrisiko niedrig, Operationsbeginn. Und sie hat natürlich Schaden genommen. Wer hätte es gedacht, dass sie das nicht tut? Hervorragend. Das ist ja so scheiße. So beschissen kann es am Anfang eigentlich kaum laufen. Aber dann wisst ihr wenigstens ja schon mal, wie ein fehlgeschlagener Start aussieht. Super. Wir sehen jetzt übrigens hier, dass wir da mal die Infektionsstufe reduziert haben. Ne? Die hat jetzt übrigens hier nur 5 Punkte. Ne? Also 5 lausige Punkte hat die Olle nur. Ne? Das ist echt kacke. Ja, komm, dann tausch doch mal Plätze. Wenn ich die jetzt verliere, kann ich wenigstens direkt neu starten. Ah, nee, ist jetzt überlebt. Okay. Dann hätte man sich das jetzt echt direkt überlegen können, ob man da tatsächlich noch irgendwas vorhaben möchte. Aber ja. Also dann hier bitte einmal Operationsbeginn auch hier. Job done. Okay, auch er verletzt sich nicht. Halleluja. Dann haben wir das ja gerade nochmal so in den Griff gekriegt. Das Gute ist, wenigstens wird bald unsere nächste Technologie fertig. Die Ops waren vorher ein bisschen billiger. Die sind teurer geworden in dem letzten Patch. Das macht das Ganze jetzt auch nochmal so ein bisschen, also man muss sich da häufiger doch auf neue, also in der Entwicklungsphase häufig auf neue Situationen einstellen. Ich glaube, du wirst ja einmal eine Operation durchführen, das ist doch mal ganz gut. Wenn das geklappt hat, dann haben wir Lima jetzt auch erstmal ein bisschen freigeboxt und jetzt müssten wir uns überlegen, ob wir vielleicht in Marrakesch... Ah, da kann ich keine bauen, ne? Weil man kann... ich überlege... Perth ginge, ne? Wir könnten hier eine Dienststelle einrichten. Die bringt uns halt Kohle, ne? Komm, machen wir mal. All too easy. Super. Was? 10 Erfahrungspunkte? Okay, sehr schön. Gut, jetzt kriegen wir... Ihr seht direkt, jetzt kriegen wir 20.000 Kröten am Tag und das ist ultimativ wichtig, ne? Gerade am Anfang. Aber am Anfang ist es halt auch super, super wichtig, dass die Infektionsstufe nicht so schnell rasant ansteigt. Das werdet ihr merken, wenn ihr das so spielt, dass ihr am Anfang nur auf Ökonomie geht, also nur versucht, erstmal am Anfang das maximale Geld zu scheffeln. Dann haben sich die Bakterien hier so schnell ausgebreitet, dann guckt ihr einfach nur noch dumm aus der Wäsche. Deswegen finde ich, sind hier 2 Sanitäter am Anfang eigentlich sehr gut. Manaus, was machen wir denn mit dir? Das müssen wir eigentlich unter Quarantäne stellen, aber dann fehlt mir da die Kohle. Ja, ich versuch's erstmal hier mit meinem Sanitäter. Finished. Sauber, und er hat eine neue Stufe erreicht. Cool. Meine Technologie ist übrigens fertig. Wir erforschen direkt das Desinfizieren. Super wichtig sowieso bei Bakterien, klar, ne? Also auf Hygiene achten und Desinfizieren ist da sowieso ganz wichtig. Ist dann halt nur das Problem, dass es sich jetzt von Bogotá relativ schnell wieder ausbreiten könnte. Das würde ich da nicht ganz so gerne sehen. Und du baust mir jetzt hier bitte eine neue Dienststelle. Finished here. Danke. Und wir beenden die Runde. Musste ich mal gerade hier einen Schluck Seuchenkaffee trinken. Okay, gut. Also aus Bogotá raus hat sich das Ding nicht verbreitet. Das ist exzellent. Und da werden wir unsere nächste Aktion dann durchführen. Operation complete. Das ist sehr schön. Dich müssen wir lieber mal heilen, weil ich mir das jetzt nicht leisten kann, einen Agenten zu verlieren. Piece of cake. Schön. Das heißt aber, ihr seht jetzt wieder, die Hitpoints sind jetzt wieder voll. Ne? Sie hatte halt nur die Hälfte verloren. Jetzt muss ich mir überlegen, ich weiß noch gar nicht, wie man diese Städte hier tatsächlich wieder komplett zurückbekommt. Wir würden jetzt hingehen und jemand Neues einstellen. Diplomaten, finde ich, brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Das Heilmittel erforschen. Es langt tatsächlich... Ja doch, aber das brauchen wir.
Das brauchen wir tatsächlich irgendwie. Irgendwann brauchen wir das, ne? Komm, wir nehmen mal Miyamonte. Und Miyamonte könnte jetzt hier zum Beispiel eine Probenoperation durchführen, also versuchen Proben zu nehmen, was vielleicht echt gar nicht so dumm wäre. Denn die Proben brauchen wir tatsächlich. Operation is a success. Das ist gut. Zwei Krankheitsproben genommen, ne? Also da bekommen wir die Möglichkeit halt im Labor zu forschen. Wozu wir die Proben ganz, ganz dringend brauchen. Ne? Oh, Perth ist wieder infiziert. Das ist nicht gut. Und ihr seht jetzt aber mit den 30.000 Kröten pro Runde können wir jetzt direkt nochmal jemanden einstellen. Ich schlage vor, dass wir Perth unter Quarantäne stellen. Ich weiß nur noch nicht, wer das jetzt am besten macht. Aber wir machen mal Folgendes. Unsere Forscherin, die nimmt hier nochmal eine Probe. That was tough. Shit, hat natürlich auch direkt Schaden genommen. Hervorragend. Also wenn hervorragend ein anderes Wort für allerletzter Dreck ist, dann vielleicht. Schön, ja. Dann gucken wir erstmal, kriegen wir Perth nochmal frei? Können wir da tatsächlich was erreichen? Easy. Okay, das ist gut. Dann können wir jetzt... Ja, ich kann dich auch nicht unter Quarantäne stellen, das ist mir nicht möglich, ne? Das bringt mir nichts. Das ist natürlich ungünstig, ne? Wir müssen jetzt theoretisch halt hier die Städte unter Quarantäne stellen, aber... Ja. Damit es sich dort halt nicht weiter verbreitet. Aber wir nehmen mal Bogota. Nehmen wir Bogota doch nicht? Wir nehmen Manaus. Super, toll. Aber immerhin, wir haben den Quarantänestatus geschafft. Ja, dann haben wir jetzt eine Runde gehabt, in der sich nur zwei unserer Wissenschaftler beinahe in die Ecke gebracht hätten. Done. Gut, okay, wir haben Brasilia behandelt. Das heißt, wir haben ein bisschen Ruhe, ne? Und ihr seht also so... Im Endeffekt würde man diese Kampagne jetzt weiterspielen. Ich muss noch mal gucken. Ich glaube, ich muss tatsächlich mehr Proben nehmen, damit ich hier... damit ich halt hier Buenos Aires wieder frei bekomme, weil ich gewinne das Spiel, also wenn die Infektionsstufe hier auf 0 angekommen ist. Und auf einer mittleren oder leichten Schwierigkeitsstufe hat man das sehr schnell erreicht, weil die Städte eigentlich in der Regel nicht auf diese Stufe 5 kommen werden. Und das hier ist ja auch jetzt aufgrund dieses Events geschehen. Ihr seht, 30.000 am Tag sind halt schon echt ziemlich viel. Und wir haben jetzt halt den Luxus, dass wir hier uns die Ops echt aussuchen können. Also wir können jetzt hier noch, zum Beispiel noch einen weiteren Wissenschaftler einstellen. Dann hätten wir den Vorteil, dass wir halt sehr, sehr schnell und sehr, sehr viele Proben entnehmen könnten. Was es uns ermöglicht, halt hier dann sehr, sehr schnell weiter zu erforschen, ne? Oder weiter zu forschen. Wir können mal gucken, was haben wir da? Übertragung durch Rattenflöhe, also Übertragung, Antibiotikaresistenz oder lungenentzündliche Merkmale. Dann würde ich sagen, nehmen wir doch die Antibiotikaresistenz. Moment mal, die Ausgabe von Antibiotika beschränken. Achso, damit die Krankheit keine neuen Resistenzen entwickelt. Ne? Das ist natürlich gar nicht so verkehrt, aber naja, muss man mal gucken, also wie sich das noch weiterentwickelt. Ne? Was haben wir hier? Entferne den Primärvektor, der die Stadt befallen hat und die Menschen infiziert. Beatmungsgerät und eiserne Lungen bereit, um Lungenentzündungen zu verhindern. Ja, puh. Zu verhindern? Vielleicht eher sogar dagegen zu steuern, ne? Wir forschen mal an diesem Merkmal. Ja.
Bevor wir da jetzt zu weit fortschreiten, möchte ich hier an dieser Stelle erstmal einen kleinen Cut machen. Wir haben ungefähr eine halbe Stunde voll. Wir werden uns im nächsten Part wiedersehen mit wahrscheinlich... Achso, man kann das natürlich speichern, ne? Das ist überhaupt kein Problem. Ich muss mal gucken, ob wir dann schon eine neue Mission spielen werden. Das müssen wir mal schauen. Ich bedanke mich jetzt erstmal ganz herzlich bei euch fürs Zugucken. Ihr habt so ein bisschen den Eindruck bekommen, worum es hier geht. Ich finde es insofern hier ganz interessant, weil man... Also momentan hat man noch hier sehr wenige Parameter, die man wirklich beherrschen muss, um dieses Spiel spielen zu können. Es hat recht intuitiven Einstieg. Es hängt sehr viel von den Persönlichkeiten momentan ab, die man wählt. Also ich denke, am Balancing wird sich hier noch einiges tun. Und man muss sich schon wirklich gut überlegen, wo man tatsächlich versucht, die Krankheiten zu begrenzen und ähnliches. Also ich glaube, das ist ein Aspekt, den man hier nicht vernachlässigen könnte. Wir hatten ja Glück mit Madrid übrigens, dass es hier nicht nochmal zu einer Infektion gekommen ist. Das kann nämlich auch passieren und das ist dann, ja, das ist dann in der Regel sehr, sehr ungünstig. Ne? In der nächsten Runde haben wir dann aber unser Desinfektionsspray oder unsere Desinfektionsmöglichkeiten und die verhindern die Ausbreitung dann doch ganz enorm, wenn man mal so eine Stadt geheilt hat. Ne? Ich bedanke mich fürs Zugucken, freue mich auch über euer Feedback. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt ihr mir doch bitte drunter. Ich werde auch hier jetzt noch natürlich kein abschließendes Fazit ziehen, sondern das sehen wir dann erst in einem der kommenden Teile. Bis dann wünsche ich euch erstmal alles Gute und sage macht's gut, bis zum nächsten Part. In diesem Sinne, Pax Vobiscum, Valete. Ja, eine Sache gibt's ja dann doch noch. Die habe ich total unterschlagen. Ich wollte noch ein bisschen was erzählen, was halt so letztens, was so letztens noch bei mir alles war und warum ich so sporadisch nur noch auf diese Kommentare geantwortet habe unter meinen YouTube-Videos und so. Also erstmal großes Dankeschön an ganz viele von euch, die sich wirklich die Mühe gemacht haben, auch die Kommentare von anderen Leuten zu beantworten. Also nochmal vielen Dank an den Trianator zum Beispiel, der macht das ja immer sehr gewissenhaft. Das hat mich sehr gefreut. Sledgefox hat viel geschrieben, auch dem nochmal ein großes Dankeschön. Und ja, also ich habe, wie gesagt, ganz viele nette Kommentare unter den Videos gelesen. Gelesen habe ich sie ja tatsächlich alle. Ich konnte nur nicht immer drauf reagieren. Und das finde ich dann immer ein bisschen schade, weil ich versuche das natürlich immer. Aber danke nochmal an... Ich kann jetzt natürlich nicht allen Leuten gerecht werden hier an der Stelle, aber nochmal danke an alle, die sich hier ganz engagiert um die Community gekümmert haben. Ja, warum war ich jetzt so lange weg? Also das hat... Ich weiß nicht, wie man das so am besten beschreiben kann, aber irgendwie... so in so ein Loch fallen ist schon wieder zu krass, würde ich sagen, zu viel von allem ist vielleicht, das klingt schon wieder ein bisschen missverständlich, ich kann das nicht genau beschreiben, was jetzt so los war, ihr habt das ja auch gar nicht mitgekriegt eigentlich, weil ich so viele Videos auf Halde hatte, die ich noch veröffentlichen konnte, aber tatsächlich habe ich jetzt fast, glaube ich, einen ganzen Monat kein einziges Video aufgenommen, fast einen Monat. Das hier ist jetzt das erste Video, das ich seit langem wieder aufnehme. Und ich hatte halt eher so ein bisschen, ja, ich weiß auch nicht, Arbeit hat mir auch Spaß gemacht, bin ich auch gerne hingegangen, aber ich hatte halt auch echt viel Arbeit. Das war echt mega anstrengend, fand ich. Aber auch ganz krass war, dass, ich habe ja das immer wieder gesagt, dass mein Sohnemann schon so ein bisschen Aufmerksamkeit braucht. Und der hat momentan so viele Entwicklungssprünge gemacht. Der ist jetzt kurz vor seinem ersten Geburtstag und er hat halt in diesem Monat hat er halt so viele, da haben sich einfach so viele Sachen ergeben. Da hat er neue Zähne gekriegt, da hat er angefangen, die ersten Schritte zu machen, da hat er angefangen, laufen zu lernen. Da hat er angefangen, so darauf zu reagieren, wenn man ihm eine Frage stellt. Also so total viele Sachen. Und mir war das unglaublich wichtig, dass alles auch so ganz nah mitzubekommen. Und ich glaube, es war auch gar nicht so verkehrt, mal so eine kleine YouTube-Pause zu machen, weil ich habe sehr viel für YouTube gemacht in den so über die Weihnachtsfeiertage und das neue Jahr. Da habe ich sehr viel ge-YouTubed und irgendwie, glaube ich, brauchte ich auch einfach nochmal so ein bisschen Abstand.
Ich fühlte mich auch irgendwie so ein bisschen unter Druck jetzt, aber nicht unbedingt so von euch, sondern ich glaube, den Druck habe ich mir, was das angeht, selbst gemacht, dass ich neue Projekte machen wollte, dass ich neue Bücher lesen wollte und ich habe einfach auch so ein bisschen die Erkenntnis gebraucht, die so ein paar Tage gedauert hat, um halt eben einfach zu sagen, ja, das schaffe ich einfach nicht. Und dann habe ich einfach halt auch mal nichts gemacht und ich glaube, das war auch ganz gut so. Also insbesondere, was mich hart ärgert, das war so die Sache, ich habe hier noch ein paar super interessante Bücher auf dem Schreibtisch liegen, die ich mir besorgt habe für weitere YouTube-Projekte, wie zum Beispiel eben über den Deutschen Orden, ne, für das Medieval-Let's Play und für ein anstehendes EU4-Let's Play und so. Echt gute Bücher, die ich mir besorgt habe und ich habe es echt nicht mehr hingekriegt, da reinzugucken. Und ich habe es einfach nicht geschafft, auch mich mal so aufzuraffen und hinzusetzen und zu sagen, so jetzt liest du mal gerade 2 Stunden in diesem Buch und so. Irgendwie hat das hat nie geklappt, das hat mich mega geärgert. Und insofern fand ich das jetzt auch gar nicht so verkehrt, dass, wie gesagt, man kann ja von diesen Auftragsarbeiten da halten, was man will und man kann mich dafür auch gerne kritisieren, das ist ja auch in Ordnung. Ich finde es halt wichtig, dass man das im Vorfeld dann weiß. Aber insofern kam mir das jetzt eigentlich auch mal ganz gelegen, um da mal wieder so ein bisschen rauszukommen aus dieser, vielleicht könnte man es auch so ein bisschen so eine verengte Fahrbahn, ne? Vielleicht könnte man das so nennen, ja, ne, das, vielleicht könnte man, ich glaube, das beschreibt es eigentlich ganz am besten. Ich glaube, ich habe mich in so einer verengten Fahrspur befunden. Und insofern war das jetzt ganz angenehm, um da mal so eine Abzweigung zu nehmen und dann darüber wieder auf die Hauptstraße zurückzukommen, wo man eigentlich hin will. Meine Güte, jetzt noch so eine Metapher am Ende des Videos, ne? Ihr könnt mir da übrigens gerne Fragen zu stellen. Ich kann ja nur nicht versprechen, dass ich sie auch alle beantworte. Ja, aber jetzt mal, ne, auch so hier anstatt dieses Infovideos. Ich hoffe, das konnte auch so ein paar Fragen von euch beantworten. Und ich freue mich, dass ihr zugeguckt habt und freue mich auf die Kommentare, wünsche euch alles Gute in diesem Sinne. Ne? Macht's gut und Pax Vobiscum, Valete. Nochmal. Ciao.